Biofest in der BaBioL Bildungsakademie für biologische Landwirtschaft in Reichenau an der Rax in Grünstingen. Die Besucher konnten bei zünftiger Musi und bei einem herrlichen Ausblick Bio-Schmankerl aus der Region genießen. Organisiert wurde das Fest von Diplom-Ingenieur Karl Erlach, seines Zeichen Obmann der Bio-Austria Niederösterreich. Wir haben das Biofest 2014, das wir traditionell immer am 15. August haben. Im Hintergrund wiehern die schon die Pferde, die wollen auch drauf sein. Das ist ein Dank von mir so ein bisschen an unsere Kundschaft über das Jahr verteilt, die uns besuchen und dann gemeinsam ein schönes Fest feiern. Und die Bioprodukte konnten sich sehen lassen. Spitzenqualität aus der Region. Kulinarisch haben wir uns sehr bemüht. Es gibt gegrillt Edelteile vom Angus-Beef. Dann gibt es Grill vom Bio-Schwein und vom Bio-Gebirgstruthahn. Ganz interessant. Dann habe ich ein Wildragout gekocht. Und natürlich gibt es auch einiges an vegetarischen Speisen und Süßspeisen. Ich habe gestern einen Mitarbeiter hinuntergeschickt zu einem Bio-Himbeerbauern im Burgenland und wir haben ein tolles Himbeerjoghurt gemacht, also frisch selber gemacht. Das Joghurt ist von uns gemacht und die Himbeeren, also gibt es gute kulinarische Schmankerl. Jetzt haben Sie ja da auf Ihren Grund den Sebastian, der lebt in einer Jurte. Was hat es mit denen auf sich? Ja, der Sebastian ist uns zugeflogen mit seiner originalen mongolischen Jurte und einer Wolfshündin, der einen sehr hohen Wolfsanteil hat, einen der höchsten in Europa, der halt vor gezähmten Tieren bekannt ist. Und der lebt hier mit uns, arbeitet auch mit und wird in Zukunft, glaube ich, noch mehr mitarbeiten. Und ist eine ganz interessante Lebenseinstellung, wo wir gegenseitig, glaube ich, auch alle viel lernen können. Wie hat die Jägerschaft reagiert auf den Wolfshund? Ja, am Anfang natürlich sehr nervös oder vielleicht sogar ein bisschen übernervös. Mittlerweile, nach einigen Gesprächen, hat sich das relativiert und die Hündin ist sehr gut sozialisiert, wie man sagt, und folgt sehr gut. Also ist ich mir kein Problem. Wir haben gleich in der Nähe der Jurte habe ich vorgestern, glaube ich, 10 Rehe grasen gesehen. Das waren vielleicht 20 Meter weg, wo die Wolfshündin im Gehege neben war. Wir geben den in die Rämmchen dann eine Mittelwand hinein. Das ist einfach ein gepresstes Wachsstreifchen. Die Bienen beginnen dann, das auszubauen mit Wachs und diese Zellen zu bauen. Wenn sie fertig sind, schaut das dann so aus, auf beiden Seiten. Und da lagern sie dann entweder Pollen ein, das schaut dann je nach Pollen natürlich, in dem Fall ist es ein brauner Pollen, so aus, kann von schwarz bis ganz hellgelb weißlich sein, je nach Farbe des Pollens. Das ist ihre Eiweißreserve und das geht jetzt nicht mit einer Hand, weil es sehr schwer. In so ein Rähmchen passen ungefähr 1,5 Kilo Honig. Das ist jetzt der Honig, den sie einlagern, noch verdeckelt und den würden wir Imker ernten und schleudern. Ja, wie gesagt, da sind 1,5 Kilo Honig in so einem Rähmchen drinnen. Und wir haben derzeit ein bisschen über 20% Biobetriebe und da ist schon noch ein Wachstumspotenzial drinnen und auch notwendig. Jeder Quadratmeter, der biologisch bewirtschaftet wird, ist ein gewonnener Quadratmeter für die gesamte Gesellschaft und für die Natur natürlich. Und wir rechnen, dass wir mindestens auf 25% in den nächsten 1 bis 2 Jahren wachsen. Was sagt der Biobauer zum Freihandelsabkommen mit den USA? Ja, natürlich mit sehr kritischem Blick. Es wird leider sehr viel unter der Decke verhandelt. Man weiß im wirklich Fachlichen sehr wenig, auch die Medien wissen sehr wenig. Das muss man sagen, damit ist auch vielleicht zu emotional die Diskussion. Aber natürlich sehen wir das kritisch, weil alle diese Abkommen immer die Großindustrie, Agrarindustrie bevorzugt und das ist für Österreich natürlich nicht gut.